Was ist denn eigentlich da drin? Hey, da ist ein Feuerstahl drin. Und das sollte nicht so sein. So ein Idiot. Oh, das ärgert mich jetzt. Aber das war einfach zu viel. Als ich auf der IWA 2023 dieses Messer gesehen habe von TB Outdoors, ein Outdoor-Überlebensmesser aus Frankreich, aus Viva la France, ja, wollte ich es haben. Ja, da ist es nun, dieses Teil. Einiges an Zubehör, schöner Koffer, alles cool, wunderbar. Gibt es in unterschiedlichen Grifffarben. Ich habe mich für Desert entschieden. Und was mich gleich ja auch auf der Messe angesprochen hat, ist diese kleine Funktion hier. Und zwar, du siehst in der Keidegscheide, die übrigens extrem hochwertig verarbeitet ist, ist hier ein Clip. Und auf der Seite und auf der Seite ist auch ein Clip. Und dann sitzt das Messer so bombenfest, dass es nicht rausfallen kann, weil es eben noch einmal gesichert ist. Du kannst es mit Techlock montieren oder standardmäßig mit der Gürtelschlaufe. Schnelles Ziehen, ja, ich weiß nicht, geht auch. Mit den Daumen schiebst du das auf die Seite und hast das Messer dann auch gleich griffbereit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht irgendwie so ein klassisches Outdoor-Survival-Messer ist, sondern ein Kampf-Militär-Überlebens-Irgendwas-Messer. Ja, ich nenne das mal so. Warum behaupte ich das? Erstens, die Klingenform sehr aggressiv, sehr. Zweitens, der Guard. Dann sind da auch zwei Löcher, damit man es irgendwo drauf montieren kann, wahrscheinlich auf einen Stock. Und dann macht man. Drittens, es ist hier ein Glasbrecher oder Meinungsverstärker angebracht. Und natürlich genau an dieser Stelle ein Wellenschliff, eine serrated Klinge, um, weiß ich nicht, was zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das nicht auch in glatter Klinge gibt, denn TB Outdoors bietet da sehr viel mit unterschiedlichen Klingenvarianten an. Auf jeden Fall, auf dieser Seite ist eine Hohlkehle Blut drinne. Nein, eine Hohlkehle eingebaut, ist auf der anderen Seite nicht. Griff fällt auch etwas ab, das bedeutet, wenn du das Messer in einer anderen Art und Weise halten willst, nämlich mit Daumen und Zeigefinger, ist das auch sehr gut möglich. Wollen wir arbeiten? Ja, wir wollen arbeiten. Ah, dieser Wellenschliff. Schau dir die Schnittfläche an. Das schaut so aus, als hätten das 30 Mäuse abbissen. Insgesamt natürlich sehr grifflastig, also nicht kopflastig, sondern eher grifflastig. Was wahrscheinlich, wie gesagt, ich mutmaße das jetzt als Kampf-Militärmesser, und das ist ja Militärausstattung eigentlich. Die produzieren auch die Messer für das französische Militär. Also im Gegensatz zum Victorinox Venturi oder Venture oder wie auch immer, was halt ein extremer Schneidteufel ist, ist das hier etwas Robustes. Aber das werden wir rausfinden, egal. Lass uns hacken. Irgendwie fangen die Teile da zum Wackeln an. Naja, wurscht. Hauptsache, es arbeitet. Aber wenn dich das stört, tut, das arbeitet ganz schön was weg. Also ich hätte nicht erwartet, dass das eigentlich so gut geht. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, das hätte der dumme Reini nicht tun sollen. Dumme Reini, dumm, dumm, dumm. An das hätte ich denken müssen. Da ist ja das Messer gar nicht schuld. Ich Sautrottel, ich bin so ein Idiot. Oh, das ärgert mich jetzt. Das ist einfach spitz, damit man jemanden oder etwas stechen kann. Aber das war einfach zu viel. Wenn man jetzt noch irgendjemanden wehtun wollte, weil ich gehe davon aus, dass dieses Kampfmesser dafür gedacht ist, so in die Art und Weise, dann kann man das noch immer tun. Mir ist das ja schon bei anderen Messern auch passiert. Die sind aber klassische Outdoor-Survival-Bushcraft-Arbeitsmesser. Aber bei dem Messer bin ich der Idiot. Ich bin der Idiot. Warum? Weil ich ein Messer, was für das nicht gedacht ist, so eingesetzt habe. Ich habe reingestochen, ohne nachzudenken, und habe ein paar Mal gemacht und sage, hey, warte mal, eigentlich, das war so die Überlegung, hey, eigentlich kann ich das ja nicht machen. Hey, aber es funktioniert, und dann mache ich einmal noch und dann funktioniert es nicht. Wenn so etwas in einer echten Militär-Überlebenssituation passiert, ist auch kein Beinbruch, weil es ist trotz alledem noch immer einsatzfähig, das Messer. Ja, aha, der hat sich auch durchs Hacken etwas gelöst. Was ist denn da eigentlich da drin? Hey, da ist ein Feuerstahl drin. Jetzt ohne Flachs. Hey, da ist ein Feuerstahl drin. Das hätte ich. Ups, das ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen. Und das ist das, was ich gehört habe. Hey, das ist der Feuerstahl, das sind gar nicht die Clipsi. Aber irgendwie sieht der aus, als wäre er gebrochen. Und das sollte nicht so sein. Und zwar, der Feuerstahl ist eigentlich in diesen Glasbrecher eingebaut. Und das ist abgebrochen. Und deswegen habe ich dann auf einmal gehört, klick, 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 und habe
eigentlich schon gedacht, dass das diese Klipse hier sind. Ich wusste nicht, dass da etwas eingebaut ist. Das ist gebrochen und das, da fühle ich mich jetzt unschuldig. Nein, da bin ich unschuldig dran. Und dadurch hat das einen Sklackern angefangen und ich wusste nicht, dass der Griff hohl ist. Was aber eigentlich eine großartige Idee ist, weil das erinnert mich an, nämlich an unseren XL-Feuerstahl, den es gibt in unterschiedlichen Farben, gibt in Oliv und in Orange und in Gelb auch. Und auch da kann man hinten Zunder reinstecken, also das erinnert mich daran. Den kann man natürlich auch missbrauchen, indem man so lang irgendwie schlägt, dass der hier abbricht an der Stelle, das ist auch irgendwie krass. Am Anfang ist auch eine Kydex-Hülle mit einem Schleifer mit dabei. Es ist so ein Diamantschleifer. Es ist auch hier so ein kleiner Hubbel drauf. Ich gehe davon aus, dass das als Schraubschlüssel irgendwie einzusetzen ist. Ich finde nur keinen Schlitzschraubenzieher. Aber unabhängig davon ist es natürlich so, dass ich genau diese Serrated-Teile nicht schleifen kann. Ich kann ja, das andere kann ich abziehen und es ist natürlich besser als nichts und ich möchte das nicht schlecht machen. Es ist eine sehr gute Idee, finde ich, dass man das gleich mitliefert, eben um das Messer langfristig draußen scharf zu halten. Vielleicht wäre es sogar sinnvoller, dieses Serrated-Teil hier oben zu machen. Ja, dass man hier sozusagen, wenn man das irgendwie als Rettungsmesser benutzen will oder ein Auermacher, so irgendwie, dass das vielleicht an der Stelle, ich weiß nicht, warum das hier sein muss, aber vielleicht kann man irgendjemand einen Tipp geben, warum die Designer das an dieser Stelle gemacht haben. Scheide extrem wertig verarbeitet, alles wirklich top, schön abgerundet, Abflussloch für passt perfekt und wackelt auch nichts. Ja. Und mit dieser Funktionalität, um das Messer wirklich fest dabei zu haben, wirklich sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr solide gemacht. Also das hat wirklich Daumen nach oben verdient. Was ich nicht gemacht hätte anstelle von TB Outdoor, ist dieses Chimping hier. Dickes Auchi-Bauchi hat. Also das ist nicht cool. Und ich finde, das ist auch total unnötig, weil das bringt jetzt auch nichts mehr. Aber wenn es so sein soll, dann ist es halt so und das macht das Messer jetzt grundsätzlich nicht schlechter. Ich finde auch, dass dieser Guard hier gut gemacht ist, denn selbst wenn ich jetzt weiter vorne greife, weil man hat ja doch ein bisschen ein Ricasso, wenn du dir das anschaust, aber das ist trotzdem okay. Und man muss ihnen auch zugute halten, dass der erste Teil ja, nicht serrated ist, also nicht den Wellenschliff hat, sondern eine glatte Klinge ist. Das bedeutet, für klassische Schnitzarbeiten kann ich trotzdem die glatte Klinge nehmen. Ja, ist so. Bedeutet, für feinere Sachen kann ich jetzt hier ganz vorne arbeiten. Also das ist schon durchdacht. Also ich finde, dass das irgendwie schön ausschaut. Also es gefällt mir auch. Es hat mich optisch angesprochen. Auch diese V-Formen hier im Griff ist wirklich sehr, sehr nett gemacht. Und ich weiß nicht, ob es das in einer Standard-Klingenform gibt. Ob es das als Droppoint gibt oder in anderen Klingenformen und nicht dieses Tanto-mäßige mit dem Swetch hier vorne, dann ist wahrscheinlich die Klinge vorne auch etwas stabiler. Und ich muss mich noch einmal entschuldigen. Es ist nicht der Fehler des Messers, was man sagt, so ein Klumper, das bricht ab, sondern ich bin ein Sautrottel. Und ich mutmaße, dass das sozusagen eine One-Tool-Option sein soll für Soldaten, die auch im Feld sozusagen ein Feldmesser, ein Kampf- und ja, auch Arbeitsmesser haben sollen. Und da muss ich halt schon sagen, ja, also eigentlich funktioniert das recht gut. Also eigentlich lässt sich auch mit der Spitze sehr, sehr gut arbeiten. Da kann ich mich mal überhaupt nicht beschweren. Auch batonieren ist natürlich damit ohne weiteres machbar. Da gibt es auch überhaupt keine Probleme. Auch der Griff, wenn man hier auf den Kunststoff drauf schlägt vom Griff, nimmt das alles mit, hält das alles aus. Also ich glaube, dass das wirklich eine sehr, 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 sehr gute europäische oder französische Lösung ist für ein One-Tool-Option für Military-Personen, ja, für Militär, also fürs Militär. Ein Feldmesser, das vieles kann. Das mit der Spitze, wie gesagt, ich sag's einmal noch, ist meine Schuld, ja. Feuerstahlbedienung. Ist auch ohne weiteres möglich. Natürlich auch der kleine, der im Griff eingebaut ist. Habe ich erst so mitbekommen. Aha. Und der ist jetzt noch einmal gebrochen, ja. Also das ist vielleicht, das ist nicht meine Schuld. Geht aber trotzdem noch, wenn es halt dann nass oder kalt ist, sind halt diese kleinen Teile irgendwie ein Schaß mit Quasteln, das muss man schon sagen. Also das, weiß ich nicht, ob das Materialfehler ist oder also das ist nicht gut, aber sonst ist das Messer wirklich brauchbar. Ja, meiner Meinung nach eine One-Tool-Option fürs Feld, wobei ich jetzt kein Soldat bin und das wirklich bewerten kann. Wenn du das bewerten kannst, dann schreib mir bitte sehr gerne einen Kommentar. Ich gebe da auch den Link zu dem Messer, wo du es besorgen kannst und zu meinen Produkten und all den Geschichten. Und es tut mir, einmal sage ich es noch, und es tut mir leid, dass ich das abgerissen habe. Das ist kein Qualitätsproblem von dem Messer, sondern eine geistige Minderleistung von Rainer Rossmann. Das muss man einfach einmal so sagen, denn das ist dafür nicht gemacht zum Hebeln. Da hätte es einfach anders designt sein müssen. Und daran hätte ich als Messernutzer, der das schon ein paar Mal gemacht hat, denken können. Das ist Chaos.
Link zum Produkt findest du unten. Deine Reini Rossmann und ciao, ciao.